Tja, Herzensangelegenheit. Ich habe als junger Mensch unglaublich viel gelesen, auch als Jugendlicher, auch noch zu Beginn des Studiums. Und seitdem ich hauptamtlich Politik mache, lese ich viel mehr als früher, aber keine Literatur mehr. Also unsere Hauptkulturtechniken sind Lesen, Schreiben, Reden, wobei das Schreiben auch schon stark abnimmt und sich verkürzt, im Wesentlichen Lesen und Reden. Das Einzige, was man dann gar nicht mehr liest, ist Literatur. Also das ist sozusagen häufig, was den Urlaub vorbehalten bleibt. Wenn man abends hier nach Hause kommt in Sitzungswoche um 23 Uhr, dann falle ich in der Regel einfach nur ins Bett oder mache mir eine Doku oder sowas an. Man hat schlichtweg überhaupt nicht mehr den Kopf frei. Was übrigens auch ein Defizit ist, weil es dann geistig einschränkt. Habe immer breit gelesen, von, ich sag mal, trivialer Belletristik bis zu deutlich anspruchsvoller Literatur. Da habe ich, also als Kind war ich total begeistert von Jules Verne, habe ich nie wieder in die Hand genommen seitdem. So alles, was man so als irgendwie unter 12-Jähriger gerne gelesen hat, weil das irgendwie abenteuerlich war, interessant. Es gibt ein paar Sachen, denen ich mich so ein Stück weit verbunden fühle an ostdeutschen Schriftstellern. Also was ich tatsächlich, wobei ich selten ein Buch zweimal in die Hand nehme, auch wieder gelesen habe, weil einfach da biografische Ansätze zur eigenen Familie wieder aufgetaucht haben, da aufgetaucht sind, ist Hermann Kant. Auch wenn das manchmal ungenießbar schwer zu lesen ist. Ich glaube, der Mann ist auch insgesamt eher ungenießbar gewesen. Aber da sozusagen, meine Eltern haben zu DDR-Zeiten studieren können. Das konnten ihre Eltern zum Beispiel nie. Da sind so über die Aula und ähnliches einfach biografische Sachen, die ich aus Erzählungen kannte, wieder aufgetaucht. Das fand ich spannend. Und es gibt, womit ich viel noch anfangen kann, die Literatur der Nachkriegszeit. Wobei sozusagen Nachkriegszeit meine ich dann eher 50er, 60er, 70er Jahre, die sozusagen ja häufig dann autobiografische und aufarbeitende Züge trägt. In Potsdam gibt es eine Ludwig-Renn-Grundschule, wo ich mich immer freue. Wenn man nach Golm fährt mit dem Bus, kommt man da vorbei. Auch Renn habe ich früher sehr gern gelesen, aber die Sachen habe ich in der Regel auch kein zweites Mal mehr in die Hand genommen. Das würde ich nicht sagen, aber die Lektüre von Büchern schon. Also ich würde sagen, dass das mich natürlich politisch geprägt hat. Ich habe als Jugendlicher, wie gesagt, alles verschlungen, was so da war, neben der Schule. Die hat mich meistens eher gelangweilt oder vieles darin, so Naturwissenschaften, Sprachen, womit ich einfach nicht anfangen konnte. Und ich habe in der Regel in der Woche drei, vier Bücher gelesen. Und ich habe die Bücherschränke meiner Eltern durchforstet quasi und alles gelesen, was da war. Und da war natürlich relativ viel so antifaschistische Literatur bei. Da war relativ viel DDR-Literatur bei. Das hat mich natürlich geprägt. Also gerade die Frage Krieg, Frieden. Da waren zum Teil Bücher aus den 20er Jahren meines Großvaters bei, die sich autobiografisch mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt haben. Ich habe mit 14 Das Feuer gelesen, das hat schon geprägt. So, und das ist für mich auch, oder da war ich so 12 oder 13 wahrscheinlich eher, das hat mich auch bis, das, also das beschäftigt mich auch bis heute. Die Frage Krieg und Frieden, und da kam natürlich viel aus Literatur. Naja, dazu lese ich schlichtweg einfach zu wenig inzwischen, als ich das bejahen könnte. Das ist eher nicht so. Also das letzte Buch ist in der Regel gerade Urlaubsliteratur, weiß ich gar nicht, weil trivialer Kram. Das erste Buch, daran erinnere ich mich schon, das waren deutsche Sagen. Das war eine Zusammenstellung deutscher Sagen. Die habe ich in den Sommerferien nach der ersten Klasse gelesen. Also das war das erste Buch, was mir meine Eltern in die Hand gedrückt haben, was ich alleine gelesen habe, was nicht Schulliteratur war, was man so lesen musste, sondern wo sie der Meinung waren, das wäre jetzt was Gutes. Das hieß auch, glaube ich, Deutsche Sagen. Genau, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Das geht ja anders gar nicht. Aber ich mache da Grenzen. Also, was ich finde, was nicht unbedingt in Giftschränke gehört, sondern eher in Mülleimer, so Literatur aus der NS-Zeit, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, will ich auch nicht lesen, hilft mir nicht, finde ich abstoßend. Ich muss mich ja auch motivieren, was zu lesen. Ansonsten gibt es natürlich auch politische Biografie, so politische Literatur, so Biografien, Autobiografien. Da habe ich eine ganze Latte im Schrank. Und da lese ich natürlich auch Sachen, die nicht sozusagen dementsprechend, was ich von vornherein eins zu eins teile, aber ich hole mir auch Denkanstöße daraus. Glaube, alles drei. Und ich bediene mich auch aus allem.
Also viele so autobiografische Sachen, die ich lese, haben ja häufig einen sozialkritischen Ansatz, weil das schon Leute sind, die aus sozialen Bewegungen, linken Bewegungen kommen, die mal irgendwie eine Rolle gespielt haben. Das ist häufig sozialkritisch. Ich erinnere an die vor etwa 2 Jahren erschienene Autobiografie von Anja Röhl, der Stieftochter von Ulrike Meinhof, die sozusagen ein ganzes Bild ihrer Erziehung in den 50er Jahren schildert, aber eben auch zum Beispiel der Heimbewegung, die ja selber in Kinderheimen gewesen ist, ihr Verhältnis zu Ulrike Meinhof, das ist im tiefsten sozialkritisch. Die Frau ist heute Dozentin an der Alice-Salomon-Hochschule. Also da ist sozusagen, da hat sie sozusagen eine Verbindung, da ist, das ist sozusagen eine sozialkritische Autobiografie, da gibt es ja ganz viel auf dem Markt von der Sorte. Aber ich bin auch einer von denen, die schon an einer Bahnhofsbuchhandlung mal irgendwas zur Unterhaltung kaufen, wie gesagt, so für den Urlaub. Und das hat überhaupt keine Funktion, außer mich zu unterhalten. Wie gesagt, vorhin Ludwig Renn angesprochen, von dem habe ich in der Tat alles gelesen. Das hat mich sehr bewegt, weil Antifaschist, weil eingesperrt, von den Nazis umworben, kommt aus dem Adel. Also es ist einfach eine Biografie mit unglaublich vielen Brüchen. Und als Homosexueller dann in der DDR am Ende noch diskriminiert. Also da ist sozusagen alles bei, inklusive sozusagen der Zensur, die es dann bei ihm gegeben hat. Das spielt für mich eine große Rolle. Erich Kästner ist so einer, der dann eine große Rolle spielt. Hans Fallada, wo Sachen zum Teil verboten waren, der auch zwangspsychiatrisiert wurde in den 30er Jahren. Also da habe ich sozusagen auch große oder engere Bezüge. Und dann aber auch anzusprechen, DDR-Autoren, die nach dem 17. Juni zum Beispiel kriminalisiert worden sind, die nicht ohne weiteres mehr publizieren konnten oder Auflagen hatten. Es gab ja vor einigen Jahren, der ist inzwischen Literaturprofessor an der Universität Leipzig, ein Wissenschaftler am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, der relativ viel publiziert hat zur Zensur. Da sind auch eine ganze Reihe von Autoren bei, die sagen, als linke Sachen publiziert haben, die ich innerlich spannend finde, die mir nahestehen, die zu DDR-Zeiten nicht publizieren konnten oder nur unter harten Auflagen publizieren konnten. Das war was, was ich zu Schulzeiten ganz gern gelesen habe. Also ich gehörte zu denen, die mussten lesen, aber haben es auch gerne gemacht. Ich habe aber sozusagen klassische Literatur fasse ich von mir aus gar nicht mehr an. Also das ist was einfach verloren gegangen ist. Da war tatsächlich deutsche Literaturunterricht in der Schule ein wichtiger Anstoß, weil da habe ich viel auch selbst dann gelesen, weil ich es interessant und spannend fand und die letzten 10 Jahre gar nicht mehr. Ja, das ist klar ist das so. Jetzt überlege ich gerade, wer hat da müssen wir mal auf die Sprünge helfen. Ich habe gerade einen Hänger, der Sohn von Thomas Mann, der geschrieben hat über Gustav Gründgens. Klaus? Ja, Klaus Mann, Mephisto. Ist das Mephisto, der Titel, Genau. richtig? Der konnte bis vor wenigen Jahren sozusagen unter starken Auflagen sozusagen publiziert werden. Die Leute mussten sich das im Ausland holen oder aus der DDR importieren, weil das wegen der Person Gründgens nicht veröffentlicht werden durfte. Das ist natürlich ein Fall von Zensur und das gibt es auch immer wieder. Es ist auch ein Fall von Zensur, wobei das keine Literatur ist, aber zumindest ein geschriebenes Wort, dass es sozusagen jetzt 70 Jahre gedauert hat, bis Mein Kampf oder 65 Jahre, dass Mein Kampf neu publiziert werden konnte unter kritischer Würdigung. Ja, also sozusagen kritische Würdigung oder sozusagen kritische Kommentierung, was völlig korrekt ist, damit es endlich von Wissenschaftlern aufgearbeitet werden kann und nicht nur in den Giftschränken liegt. Das ist natürlich eine Frage von Zensur und in Zeiten der Digitalisierung von Internet in der Regel auch was völlig Hilfloses und Unnützes. Da würde ich Nein sagen. A, bin ich äußerst sparsam bei Auslandsreisen. Also ich bin nicht einer von denen, die sich da vordrängeln. Ich mache da nur das, was wirklich nötig ist. Und das ist dann minimal. Und dann wäre Literatur auch nichts, um mich darauf vorzubereiten. Ich habe kein E-Book, ich will auch keins haben, Printbücher. Und ich lese auch ungern längere PDFs am Rechner oder so. Ich lese den ganzen Tag Sachen auf dem Handy. Pressespiegel, der hat morgens um die 120 Seiten. Das mache ich so im Zug auf dem Handy zwischendurch. Und ich finde das schrecklich. Also wenn ein Buch, dann will ich das in der Hand haben.
Also es gibt ja immer eine Vielzahl von Anfragen, Dinge zu publizieren, meistens Artikel, Kommentare etc. Da greife ich auf mein Büro zurück. Das schreibe ich sogar in der Regel gar nicht mehr selbst. Meine Reden halte ich grundsätzlich frei, die bereite ich auch alleine vor. Und das, was sozusagen unter meinem Namen publiziert wird, also an Namensbeiträgen, hat häufig jemand anders mitgeschrieben. In der Regel läuft das einfach so, dass ich sage, was ich sozusagen der lesen will und dass die Menschen, die für mich mitarbeiten, ähnlich denken und schreiben wie ich. Dann ist es okay, anders wäre das überhaupt nicht zu bewältigen. Also aus dem Büro gehen jede Woche zwischen 3 und 4 Namensbeiträge allein raus. Zumindest in den Sitzungswochen, das ist einfach nicht machbar. Eine Sache noch, was ja auch eine große Rolle spielt, sind Interviews. Das mache ich natürlich auch alleine. Die beantworte ich auch immer mündlich und lasse mir dann die Antworten vorlegen. Das würde ich auch nicht schriftlich machen. Weil das sonst alles verfälscht, was ich sonst so wie sagen würde. Man schreibt anders, als man spricht. Und Gedanken schreibe ich schon nieder, ja klar. Und man ist ja im ständigen Austausch mit anderen. Ich sag mal, so trivial wie das ist, das spielt dann auch WhatsApp und E-Mail eine riesengroße Rolle. Oder die diversen Messenger, die man so auf dem Smartphone hat, wo man natürlich im politischen Austausch miteinander ist und auch Sachen permanent aufschreibt. Aber das ist eine ganz andere Kultur, als sozusagen sich in einem Gesamtwerk zu auszudrücken. Naja, schrecklich, nein, nein, nur wenn ich musste. Das ist wirklich was zu Schulzeiten. Also Gedicht analysieren gerne, würde ich glaube ich heute noch ganz gut machen. Gedichte schreiben, nein. Und da bin ich auch völlig ungeeignet für. Nein, da bin ich zu sehr sozusagen Zeitrationalist. Wir arbeiten mit Deadlines und das, was raus muss, muss raus. Und Dinge, die dann nicht veröffentlicht werden, gibt es eigentlich nicht. Weil das wäre sozusagen vertane Zeit und es gibt in unseren Schubladen viele Sachen, die wir nicht veröffentlichen, weil wir einen guten Zeitpunkt darauf abwarten, aber da sind jetzt keine Manuskripte für Aufsätze oder sowas bei.